Hallo, seid gegrüßt, schwertschwingende Sofakrieger. Heute hätte ich für euch einmal in dieser netten Blu-ray Edition samt Lentikular-Pappschuber den Fantasy-Streifen Kull der Eroberer aus dem Jahre 1997. Kull beruht auf einer Geschichte von Robert Irwin Howard, der sich auch verantwortlich zeichnete für die Fantasy-Geschichten zu Conan und Solomon Kane, welche wiederum auch längst auf Celluloid gebannt wurden. Ich selber war anfänglich bei Kull von einer reinen TV-Produktion ausgegangen, auch aufgrund des Hauptdarstellers Kevin Sorbo, den wir natürlich vor allem als Herkules aus der gleichnamigen TV-Serie kennen. Doch weit gefehlt, Kull The Conqueror lief tatsächlich in den amerikanischen Kinos und spielte dort ganze 6,1 Millionen US-Dollar ein, während er in anderen Ländern gleich auf Video veröffentlicht wurde. Bei Produktionskosten von 30 Millionen Dollar dürfte man aber wohl nicht sonderlich erfreut sein über dieses Ergebnis. Wenig erfreut war auch Screenwriter Charles Edward Polk, welcher das Skript ursprünglich für Conan 3, also Conan The Conqueror, gedacht hatte. Er fand, dass man sein verwendetes Skript in Kull ruiniert hätte. Doch worum geht es überhaupt in Kull der Eroberer? Kull der Barbar tötet den König von Valasia und übernimmt von diesem die Krone. Das gefällt den eigentlichen Erben nicht sonderlich und so erwecken sie mit Hilfe eines Hohepriesters die Hexenkönigin Akivasha. Diese wiederum belegt Kull mit einem Zauber und macht ihn zu ihrem Gemahl. In der Hochzeitsnacht versucht die Hexenkönigin Kull zu töten, was jedoch misslingt. Mit Zareta, einer hübschen Sklavin und Wahrsagerin, flüchtet Kull, um gemeinsam den Aten Valkas zu finden, der einzigen Waffe, mit der man die Hexe töten kann. Als Hexenkönigin Akivasha sehen wir Relict Hunter Tia Carrere, welche man auch aus unzähligen Filmen und Serien wie Wayne's World, Wiege der Sonne, True Lies, Nip/Tuck, Warehouse, Hawaii 50 und kennen dürfte. Karen Lombard, die hübsche Sklavin, hat seit 2012 scheinbar nichts mehr abgeliefert, war zuvor aber in Filmen wie The Doors, Die Firma, Last Man Standing oder auch Legenden der Leidenschaft zu sehen. Regisseur John Nicolella führte zuvor im Grunde nur bei TV-Serien Regie, darunter Serien wie Miami Vice, Mike Hammer oder auch Melrose Place. Kull der Eroberer war sein erster und letzter Kinofilm. Ein Jahr nach Kull verstarb John Nicolella mit gerade mal 52 Jahren an Krebs. Nun, Kull floppte an den Kinokassen und auch die Kritiken fielen größtenteils eher negativ aus. Aber ist der Streifen wirklich so schlecht? Nun ja, die Effekte und Masken wirken billig, die Darsteller agieren teilweise ein wenig steif und neigen auch gerne mal zum Overacting. Statisten stehen blöde rum und schauen auch gerne mal in die Kamera. Überhaupt wirkt der Film im Gesamten tatsächlich eher wie eine TV-Produktion, ja, gar wie eine etwas aufgemotztere Herkules-Folge mit Kevin Sorbo. Und auch bei der Musik wird man ab und an aus dem Geschehen gerissen, da man hier neben orchestralen Klängen auch mit fetzigen Gitarrenriffs in den Kampfszenen überrascht wird. Für mich hat Heavy-Metal-Mucke, auch wenn ich sie selber mag, in solchen Filmen nicht zu suchen. Solche Klänge sind mir da einfach etwas zu modern und lassen das Geschehen eher albern wirken. Eine gute Figur macht aber Tia Carrere als böse Hexe, der man bei ihrem Treiben gerne zuschaut. Karin Lombard, die gute Heldin dagegen, wirkt leider eher blass und Kevin Sorbo, der spielt, wen er immer spielt, Kevin Sorbo. Dennoch, trotz all des Gemosers meinerseits, macht das Ding irgendwie Spaß, bietet vertraute Gesichter und vermittelt einen gewissen locker-flockigen Charme. Von daher kann ich nicht leugnen, dass ich mich irgendwie gut unterhalten fühlte. Wer also auf Filme wie Conan, Red Sonja, Scorpion King und Co. steht oder auf Serien wie Xena oder Herkules, der sollte ruhig mal einen Blick riskieren und seine Erwartungen dabei einfach nicht so hoch ansetzen. Die vorliegende Blu-ray schaut mit dem Lenticular-Motiv und dem FSK-Logo freien Cover richtig nice aus, vor allem in einer schwarzen Hülle. An Extras wird außer einem Blick hinter die Kulissen, eine Bildergalerie und einigen Trailern aber nicht viel geboten. Das Bild der Blu-ray ist farbenfroh, könnte aber noch ein Tick schärfer sein. Überhaupt schwankt die Schärfe von Szene zu Szene. Dunklere Szenen sind oft recht grieselig und können beim Schwarzwert nicht immer überzeugen. Und auch von daher hat man oft einfach eher das Gefühl, einen TV-Film zu sehen. Alles im Allen aber dennoch ein passables und brauchbares Blu-ray-Bild, das der DVD auf jeden Fall vorzuziehen ist. Okay, Barbaren, dann war es das aber wieder für heute. Also steckt die Schwerter weg, macht's gut, bis die Tage und ciao.